Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier gerade in Grand Cayman, glaube ich. Und wir wollten ja irgendwas machen. Ich glaube, ich wollte das Spiel beenden, die Story. Und da habe ich gesehen, hey, ich habe hier noch was zu tun. Ich habe mir gar keine Ahnung, was ich machen wollte. Aber wir haben noch zwei weiße Haie, beziehungsweise noch ein weißer Hai erlegt. Und können Schlafpfeile machen. Wir brauchen jetzt nur noch, wie sagen wir, keine Schlaf- und Berserkerpfeile mehr. Achso. Keine Ahnung. Die Schiffe der Templer. Opia, wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns, warum vermutet ihr euren magischen Schlüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer, falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Und wir haben die neuen Personen ausgerüstet. Das Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was wir herausfinden. Elven aufspüren. Okay, kann ich mir was bei dir kaufen? Ja, 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 I need. Need good. Oh, du kannst mich reparieren, nice. Kaufe Injector Upgrades. Können wir uns nicht leisten gerade. Stärke Rundkugeln. Okay, verbunden 35.000. Schwere Kugeln. Uns fehlt noch ein Plan. Ach ja, wir haben ja die ganzen. Ich wollte. Ah ja, stimmt. Warte mal, wir noch bestimmt noch. Hallo, nein. Lass mich nochmal. Lass mich hier nochmal, ja. Wir hätten noch die Schatzkarten machen können. Das wollte ich auch noch machen. Jagdbeute in den Frachtverkauf. Ich wollte, ja. Gut, ich habe ziemlich viel Zucker mit. Und ziemlich viel Rum. Würde sagen, dann kaufen wir uns gleich mal das nächste Upgrade, ne? Zack. Rundkugeln sind nämlich immer gut. Okay, uns fehlen jetzt nur noch die schweren Kugeln und das Lager für die schweren Kugeln und das Lager für die Feuerfest. Dann haben wir alles fertig. Welcome, Clay. We'll see you on the way. Who's to take that supper? That's what he is. Der legendäre Captain Edward. Den ganzen Fang? Da hast du aber gut verdient. Oh ja. Und weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Wer nennt dich so? Ach, sei nicht neidisch. Neidisch? Ich bin nicht neidisch. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez rechte Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Mhm. Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Elvin ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adliger Fischer. Sicher doch. Okay. Schwere Kugeln. Lager für schwere Kugeln, Lager für Feuerfest. Okay, wir haben alles. Das Hauptbuch stehlen. Wir bekleiden mal Leute. Das war's, okay. Schöne Mission. Ich würde sagen, wir machen das jetzt aber nochmal schnell fertig und gehen dann die Schätze ausgraben. Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marquez. Eine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderburschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Jetzt noch langsamer gehen? Wir müssen versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich habe eine Ahnung. Nein. Nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären bereits ausgerottet. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Hä? Unser Kampf geht weiter.
Warte mal ganz kurz, ich mal gucken, ob der mir Pfeile verkaufen kann. Munition. Oh, kann ich sogar. Ich meine, was ist schon Geld in diesem Spiel? Oh Gott, ich brauche fast 1000 davon bezahlt. Okay, es waren 300 vielleicht. Pistolen-Sets. Einfach Schnellschusspistole. Ich könnte noch die Offizierspistole kaufen. Ja, das haben wir schon. Schwertsets. Ja, wir haben eigentlich auch die besten Schwerter. Wir können uns maximal nur welche Montur, obwohl ich habe auch schon die coolsten Monturen. Kunstgegenstände haben wir auch schon alles gekauft. My thanks. Arrivederci. Arrivederci, mon petit chéri. Ulala. Da ist es. Das Haus von Vargas. Schnell, versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Dort, geht in Position. Hola. Was ist euer Begehr? Ich wünsche eine Audienz bei Señorita Marquez. Hinterher! Oh, meine Fresse. Nein, wieso springst du denn runter? Hätte ich ihn auch einfach fangen können, theoretisch? Wäre cool gewesen, wenn schon. Nein. Oh, meine Nein! Oh, spring doch einfach ab. Ihr entkommt uns noch! Schnell! Ihr könnt nicht entkommen! Bereit zu Feuer, Sir! Bereit zu Feuer, Sir! Willst du ein paar Rundfunken in die Fresse bekommen? Bam, Junge! Wir brauchen den Mann und das Schiff intakt. Wenn er sinkt, verlieren wir Marquez. Wir haben ihn. Intervention. Interdessung. Bringt ihn zum Reden. Worauf wartet ihr noch? Interdessung. Einfach immer raufgeschossen. Heraus damit, Mann. Wo ist Marquez? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Juventud. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Juventud ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquez sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Ziel sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Juventud herrscht seit dem Tod des ersten Marquez ein Waffenstillstand. Doch diese Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, oh, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Okay. Ihr könnt ruhig weiter sehen, ich will nur auf die Karte gehen. Okay, wir wollen erstmal das haben. 307, 195. Ist nicht das hier, ne? Das muss viel weiter runter. Das muss runter damit. Warte mal, was nehmen wir mal hier? Ja, da ist es. Irgendwo. Zoomen. Okay. Irgendwo oben drauf und dann so ein Wasser. Hier? Ja, ich weiß es. Ich bin extra hingegangen, aber danke für die Info. Warte mal, wo soll er sein? Ich hab grad nicht drauf geachtet, hinter dem Wasser, ja. Okay, dann ist es vermutlich hier irgendwo. Vielleicht hier an dieser Stelle, die so aussieht, als wäre da was vergraben. Man kann es tatsächlich übrigens erst hier überspringen, ich hab die ganze Zeit versucht. Okay, nächste Schatzkarte. Wir machen erstmal die Schatzkarten, die wirklich hier wichtige Sachen sind. Also, was heißt wirklich wichtiger? 900 und 260. Na super, da war ich doch gerade erst. Die Pläne sind und danach können wir das Geld noch schnappen.
Okay, und wo ist das? Okay, Schiff. Erster Steg, zweiter Steg, keine Ahnung. Das Schiff gemeint? Schon wieder, ey? Warte mal. Hier ist ein Schiff. Das könnte das theoretisch sein. Ein Abgrund? Nein, nein. Ach Gott, lass das doch. Ich glaube hier oben. Oh Gott, ey. Au! Natürlich! Au! Was soll ich denn machen, wenn er auf mich schießen will? Ich dachte, ich kann ihn wenigstens finishen, wenn ich ihn schon irgendwie so gedingst hab, bambuselt hab. Wenn ich schon gekontert hab. Und dass ich dann einfach meine Attentatsserie fortführen kann. Wieso muss ich mir jedes Mal gucken, wie ich die scheiß Kiste ausgrabe? Nee. Schatzkarten. Da. 502,44. Alter, hier unten. 502,44, ja. Ist da Provenzi... Provendicia oder so? Keine Ahnung. Ich muss immer noch einen Weißwald töten oder zwei. Weil ich hier gerade sehe Online-Events. Ich weiß ja eins. Yep, ich weiß, dass das hier ist. Achso, kaputtes Schiff. Wo ist denn kaputtes Schiff? Wo ist denn kaputtes Schiff? Bin ich richtig, ja. Ich denke mal, das kaputte Schiff wird hier sein. Obwohl, wir gucken erstmal uns hier oben, ob hier vielleicht irgendwo eins liegt. Ne. Gut, dann gehen wir zum Aussichtspunkt und gucken mal da. Obwohl, ja, ich glaube, das ist so ein Stein-Ding. Ich glaube, es müsste da irgendwo liegen. Das hier könnte das kaputte Schiff sein. Gucken wir mal ganz kurz. Einfach an Land, weil zwei Dingens. Okay, da ist die Mauer. Das Ding. Ich weiß nicht, ob ich gerade komplett geistig zurückgeblieben bin. Ich habe keine Ahnung, was sein soll. Hier am Strand einfach? Also, von mir aus würde ich von hier kommen, oder? Warte mal. Da gucke ich drauf. Okay, hier ist das braucht ein Schiff. Steine und drei. Hä? Okay, da ist dieser Stein. Der aber in die andere Richtung zeigt, oder? Ich glaube, ich bin komplett dumm. Okay, ich soll irgendwie hier an Land gehen einfach.
Ich muss von einer Perspektive. Das heißt, rechts müssten jetzt hier drei Palmen sein. Sind's auch. Aber hier ist doch kein Stein. Also hier ist so ein Stein mit einer Palme und die Palme ist nicht eingezeichnet. Bin ich wie zu blöd? Also, ich weiß gar nicht, was ich hier falsch mache. Da hinten ist einfach so ein Stein. Hier ist kein kaputtes Schiff. Ich bin der Mais, müsste ich hier sein. Ich hab keine Ahnung, ey. Hä, das Kreuz ist doch nicht bei drei Palmen, what the fuck? Keine Ahnung, ob ich jetzt einfach nur komplett geistig zurückgeblieben bin oder ob das einfach scheiße eingezeichnet ist. Weil für mich wäre das da irgendwo am Wasser gewesen. Ja, nice. Die habe ich doch schon, glaube ich, ziemlich lange, oder? 679? In die Richtung. Ich habe vergessen, wo der zweite Wert war. 79, hier vielleicht. Ich denke mal. 381. Gucken wir mal, ob es das Richtige ist. Ich port mich einfach random erstmal hin, um zu gucken. Ist auch gut, wenn man das Spiel wie 30 Jahre nach Release spielt und keiner der Freunde die Online-Events mehr teilen kann, weil keiner es mehr spielt. Also ja, gut. Hier ist das, glaube ich. Ich habe keinen Bock, jetzt an Land zu schwimmen. Ich wusste natürlich, dass ich das überlebe. Das war nicht nur pures Glück. Okay, noch ein Stückchen weiter hier, also. Sollte ich hier eigentlich schon sein, irgendwo. Da ist der Stein, das heißt hier. Okay, soll ich markiert sehen oder so? Ne, es muss eigentlich hier sein, wieso? Gott. Natürlich da, wo ich nicht hingucke. Ich glaube, ich stand da so halb drauf. Eins, zwei, drei. Uns fehlt eine Karte, glaube ich. Siebzig. 405. Ich habe keine Ahnung, wo es. Wir können doch gleich das Teil da holen, würde ich sagen. Diese komische Maya-Montur. Das Blaster sieht ehrlich gesagt ein bisschen dumm aus. Wo soll das denn sein? Okay. Und dann bei einem Baum. Am untersten Strand. Hier? Keine Ahnung, ey. Ich hätte erst die Montur holen sollen. Egal. Hallo, miese Katze. Oh, es ist hier. Ich bin einfach rübergelaufen gerade. Aber habe ich nicht alle Geheimnisse gefunden? Das heißt, ich muss doch eigentlich alle Karten haben, oder nicht? Okay, da ist irgendwie ein böser Predator, der uns töten will. Die Maya-Montur. Holen wir uns erstmal die Maya-Montur. Nur mal diesen Part noch, wenn ich das jetzt ein bisschen überziehen werde, aber vermutlich. Okay, ich kann nicht da einfach irgendwie reintauchen. Schade. Wäre cool gewesen. Der Eingang war. War der oben oder unten? Ich weiß nicht, wo der Eingang war. Und noch weiter unten? Nee.
Müsste eigentlich hier hinten... Ich glaube, wir müssen hier seitwärts rein, dann können wir hier so rumlaufen, oder? War das so? Sieht so aus. Perfekt. Hallöchen. Guck mal hier rein. Grabräuber, schief unterhalten. Verleihen von Abschluss aktiviert mal die Legende, wo diese Meier von Materialien der erste Division angefertigt und kann Geschosse aus Metall ablenken. Geil. Bin ich ein fucking Dwemer oder was? Okay. 900. Gehen wir erstmal dahin. 327, 334. 327, 334. 300. Jetzt bin ich gerade ein bisschen blöd. Warte mal. Okay, da müssen wir noch. Cayman Sound. Ich weiß nicht, wo wir die letzten Karte herbekommen. Egal. Ich würde sagen, dann beende ich erstmal schon mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.